Ganz besonders begrüßen möchte ich den Wladimir Larin. Wladimir Larin stammt aus der Ukraine und ist dort engagiert bei einem unabhängigen Journalistinnen-Netzwerk namens Free Revolution. Und er hat einige Film- und andere Dokumente aus der Ukraine, die man bei uns in die gängigen Medien nicht zu sehen bekommt. Die Veranstaltergemeinschaft, die da heute zu dem Abend einlädt, ist zum einen die Solidarwerkstatt, die DIDIV, die Föderation der Demokratischen Arbeiter- und Kulturvereine, der KZ-Verband, ATIGF, Mesopotamia und die alevitischen Kulturvereine in Linz und Mauthausen. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein sehr spannender Abend werden. Bevor wir dann voll in das Thema einsteigen, möchte ich nur auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Wir, also die Solidarwerkstatt und DIDIV, werden morgen um 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr am Daumarkt in Linz eine Mahnwache veranstalten. Ziel dieser Mahnwache ist insbesondere, den Ausstieg Österreichs aus dem europäischen Auswärtigen Dienst angesichts der Ereignisse in der Ukraine zu fordern und diese Forderung zu unterstreichen und die Wiederingangsetzung einer aktiven Neutralitätspolitik gerade angesichts dieses aktuellen Konfliktes. Und zweitens gibt es am Samstag von 12 bis 13.30 Uhr vor dem Parlament in Wien eine antifaschistische Kundgebung, auch unter der Losung Ukraine Kollaboration mit Faschisten stoppen, zu der wir alle herzlich einladen. Und aufmerksam möchte ich nur machen auf das kommende Werkstattblatt. Das ist gerade heute gedruckt worden. Wir haben es leider noch nicht verfügbar. Morgen wird es verfügbar sein. Das neue Werkstattblatt steht da ganz wesentlich unter dem Motto oder unter den Ereignissen in der Ukraine. Ja, dann möchte ich gar nicht mehr lang aufhalten und den Wladimir Larin ersuchen, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Bitte. Einfach erste Frage, weiß jemand, wie kann man ein größeres Bild machen auf diesem Projekt oder nicht? Oder das passt, ja? Weiter zurückgehen. Wir können einfach, fahren wir einfach einmal, wenn wir da weiter hinfahren. Ich glaube, das passt. Ja. Okay. Und ich mache ohne Ton ein Video, man braucht richtig keinen Ton dazu. Dann beginne ich zu sprechen. Das ist ein richtiges Polizeivideo von am Anfang von 24. November, als alle Leute in Österreich und in anderen westeuropäischen Ländern denken, dass Anfang war am 30. von November, waren sogenannte Studenten, die waren da auf einer Demonstration. Sie waren sehr schrecklich mit Polizei verletzt und so, das war wie ein Protest. Aber als hier, wir können sehen, dass das war nicht so, dass alle diese Aktionen, alle Demonstrationen begannen für eine lange Zeit und das ist ein Protest neben Ministerkabinett, weil Sie da, das ist eine schwarze und rote Flagge, das ist eine Flagge von UPA-Armee, von ukrainischen Nationalisten. Und was ist richtig ukrainische Protesten? Wir haben ein gutes Wort im Englisch, wir heißen das Fake Revolution, oder eine falsche Revolution, weil das ist nur ein Theater, speziell gemacht. Speziell gemacht zu demonstrieren, dass alle Leute, alle jeder in Ukraine ist gegen Janukowitsch und alle müssen protestieren. Aber das geht richtig nicht so, dass viel mehr Leute in Ukraine
sind gegen diesen Prozessen, weil ja viel meistens von Leuten in Antimaidan sind auch gegen Janukowitsch, aber wir verstehen, dass er ist ein richtiger, legitimischer Präsident und wir müssen einfach nur warten auf andere Wahlen. Wir brauchen keinen Blut und diese Situation, wir können nur andere Idioten nach unserer Regierung zu bekommen und nichts mehr. Und das ist nicht eine Lösung von einem Problem. Maidan ist eine gute, vorbereitete Operation mit zwei Sachen. Die erste sind die richtige Schlagkraft, die Extremisten, die ukrainische Nazi. Und das ist eine sogenannte Maidan-Gegenwehr. Maidan-Gegenwehr ist meistens gemacht aus rechter Sektor. Rechter Sektor ist wie eine Zusammennahme von verschiedenen recht radikale Kräfte wie Una und So oder Trident oder Patriot der Ukraine und auch Ultras. Meistens von diesen Leuten sind richtig professionelle Kämpfer und alle diese Aktionen, alle diese Informationen an Maidan sind sehr gut bezahlt. Zum Beispiel ein Kämpfer bekommt ca. 150 Euro pro Tag. Und die Koordinatorin, wenn du hast eine Gruppe von 20 bis 30 solche Kämpfer, du bekommst 500 Euro pro Tag. So, also wir haben eine Statistik, dass USA-Botschaft zahlt ca. 20 Millionen Dollar pro eine Woche für Maidan. Das gibt auch ein gutes Video im Internet. Leider ich habe das nicht mit. Mit dem man kann sehen, wie kommt ein Flugzeug nach Kiew. Nach Kiew Flughafen und da kommt erst kommt Diplomatic Post und dann kommt, wie heißt dieses Auto, mit dem Geld man bringt von Bank zu Bank. Ja, dann kommt der Geldtransporter und die Leute einfach nehmen die schwarze Sachen und dann dieser Transporter fährt nach USA-Botschaft. Sind diese Ultras, diese Extremisten richtig vorbereitet? Von beiden Seiten. Die eine ist Andriy Kozhemjakin, der ist einer von Batyushchina Partei, früher war ein SBU-Chef in Ukraine. Und er instruktierte im Spezialbasen in Westukraine wie einen Special Course von einem alten KGB-Programm wie Mondmann einfach Provokationen zu machen. Die andere Sache, dass im Jahr 2006 in Estland, da war auch eine Gruppe von ukrainischen Nazis, die waren auf militärische Basis, sie haben das studiert. Leider haben auch kein Internet, ich kann das nicht zeigen, aber wenn Sie haben Interesse, ich kann es schicken dann und Sie können das selbst sehen. Der Held von diesen jungen Leuten, von Maidan, von rechten Sektor, ist Stepan Bandera. Stepan Bandera zur Zeit von Zweiten Weltkrieg war ein Führer von ukrainischer Armee, eine SS-Sonderdivision, das heißt die Galicina. Und wie können wir einen Held für Ukraine nennen? Das kann man nicht antworten an diese Frage, weil er kann ein Held nur für Nazi-Deutschland sein. Einfach zum Statistik, seit Jahren 1945 bis 1953, die Armee von Bandera machten 14.424 Subversiv- und Terroranschlagen. Für diese Zeit sie getötet 17.000 ukrainische Bürger. Bei Säuberung der polnischen Bevölkerung mindestens 70.000 bis 80.000 Polen. Und nach israelischen Forscher Aaron Weiss, sie zerstörte ca. 28.000 Juden. So, wenn diese Person ist ein Held für neue Generation, für eine ukrainische Generation, so wir können sehen, dass ein riesiger neuer Nazismus, der heute kommt aus Ukraine.
So, zurzeit, das ist 30. von November, so genannte Anfang von dem Ramadan. Was war richtig mit dieser Situation? Dass an diesem Tag musste unser großer Weihnachtsbaum einfach erstellen. Und so, da haben diese Arbeitsleute ja einfach gekommen und auch Polizei mit Megafonen. Sie haben gesagt, alle bitte gehen raus, als wir brauchen einen Weihnachtsbaum erstellen. In Polizei bekommt einen Anruf, dass eine Gruppe von Ultras geht nach Maidan. Auf dieser Zeit auf Maidan, da waren richtig Studenten, aber als man sagt, dass Batkivschina wusste die Information, dass man musste einen Weihnachtsbaum stellen, da war keiner von Politikern von Batkivschina oder von Udar, da waren nur die Leute, die man möchte einfach wie Fleisch benutzen. So für diese Zeit, von einer Seite kommen die Polizisten, von anderer Seite kommen die Ultras. Und so in der Mitte waren nur einfach Demonstranten, die wussten gar nichts etwas. Und so, hier können wir sehen, dass ein bisschen weiter, dass diese Ultras anfangen die Provokationen gegen Polizei mit Steine oder mit Molotow-Cocktailen. Und dann, sie waren gemischt in diese Menge von Studenten. Und Polizei natürlich wusste nicht, wer ist ein richtiger Terrorist und so. Die Leute waren sehr verletzt. Aber auch zum Statistik, nach nächsten Tag eine Medizinstatistik von Krankenhaus, da waren eigentlich keine Studenten, weil der jüngste Person verletzte in dieser Situation war ca. 35 Jahre alt. Also sind die Studenten oder nicht? Das ist sehr hart zu sagen. Sie sind so schwarz. Also hier alle sehen, ja, dass Polizisten haben richtig keine Waffen. Und ich weiß, dass wenn man solche Proteste möchte, zum Beispiel in Österreich machen, die Polizei kann einfach schossen an Leute, weil das ist ein richtiger terroristischer Akt, aber als wir sehen, dass Polizei macht gar nichts. Und zur Zeit von diesem Maidan-Kampf, da sind mehr als 1000 verletzte Polizisten, nicht getötet, sondern Verletzte. Aber niemand auch sagt diese Statistik her. So. Die andere Seite der heutigen Regierung ist nicht nur Extremisten. Die größte Sache heute ist ein Medienkrieg. Warum war Maidan von 2004 so friedlich, ja, mit so vielen Leuten? Weil da waren keine Smartphones, da war kein Facebook und da waren nicht so viele Medien. Normalerweise die Leute bekommen selbst Meinung von verschiedenen Informationen. Ja, die mehr ältere Leute von Fernseher. Und die jüngeren Leute bekommen das aus Internet, weil niemand von Jugend sieht heute fern, alle bekommen Informationen einfach auf Handy mit Facebook. Ich mache auch eine kurze Pause, das ist der nächste Tag Demonstration. Diese Leute, die sind nicht Polizisten, die sind einfach die Soldaten von der ukrainischen Armee, die sind ca. 18 bis 19 Jahre alt, so einfach Kinder. Und wir sehen, dass sie haben kein Schild. So, sie können gar nicht schützen und wir sehen das, was diese Leute machen. Also, seit einem Jahr von ukrainischer Revolution, das war ein Spezialprojekt TechCamp, gemacht bei USA Botschaft, auf diesem Protest ukrainische Jugend studierte, wie muss man die Proteste organisieren und wie muss man Informationen Krieg zu machen. Da waren speziell vorbereitete Gruppen, die ersten sogenannten Journalisten, die sind einfach Studenten von zwei Kiew-Universitäten. Der erste ist Kiew-Mogilanska Akademie, das ist der richtige die richtige Zentrum von Jugend, von Nazi-Jugend, weil
Alles Abitur ist da zu patriotisch, richtig patriotisch, und alle Nazi-Idee kommen auf diese Akademie. Und auch Studenten von einer Kunstuniversität Kiew. Sie bekommen dann Finanzierung, sie haben gemacht sogenannte Stream-Video. So, das war keine richtige Fernsehkanal, sondern auch eine YouTube Online Broadcasting. Mit dem sie haben immer Lüge einfach gesagt. Und andere Medien, die großen Medien von ukrainischen Oligarchen, wie alle Fernsehkanalen, sie haben keine Selbstreporter, weil sie hatten genug Sinn, nicht einmal dann zu gehen, weil da sind einfach freie Studenten. Und wenn man sieht, alle Videos aus Maidan, da sind nicht nur Logo von richtigen Fernsehen, sondern da steht zum Beispiel Chromatske TV oder Espresso TV, das sind sogenannte Internetprojekte. So alles Video war einfach bei diesen Studenten gedreht. Und auch, warum weiß niemand hier eine richtige Situation, weil nicht viele Reporter, ausländische Reporter waren richtig am Maidan, aber die haben da gekommen. Sie bekommen dann einfach Kommentare von diesen Euromaidan-Leuten. Aber wie kann man demonstrieren, wie man demonstriert das Video? Der erste ist Abschnitt. So, wenn wir abschnitten, diese Teil, und einfach demonstrieren, wie Polizisten schlagen die Demonstranten, ja, das heißt einfach verletzte Demonstranten. Aber wenn wir sehen, was war richtig am Anfang, dann sind nicht Demonstranten, sondern Extremisten. Der andere Variant für unsere Medien ist Subtiteln, das ist zum Beispiel zu finden, ein Video, wo kann man nicht sehen, ich zeige ein gutes Beispiel, und dann zum Nennen, dass zum Beispiel Polizisten schlagen Aktivisten, aber auf richtige, der Kamera geht von unten und wir können sehen, dass nur einfach Polizisten schlagen etwas, aber diese etwas waren nicht ein Mensch, aber das waren einfach die Flaschen von Molotow-Cocktails, aber alles das war von unten gedreht, so konnte man nicht sehen, was geht so eigentlich. Andere falsche Videos, die zum Beispiel Journalisten schossen, als ich weiß nicht, war es hier demonstriert oder nicht, dass ein Mann dreht Polizei und dann da bekommt einen Schuss nach Kamera, aber da ist auch ein anderes Video von anderer Seite gedreht, als wir sehen, dass Polizei schaut nicht auf diese Kamera, aber sie auf einen Demonstrant mit diesem Molotow-Cocktail. Sie sehen ja eine gelbe Armband, da ist ein Symbol von ukrainischen Nazi. Das ist wie eine ukrainische Trident mit Swastika, wie eine Mischung. Also, so geht es mit Fernseher und was geht das für ältere Leute? Einfach, wenn alle bekommen Lügeninformationen, ja, das verletzte Demonstranten, schlechte Regierung, ja, alle denken immer so. Und die Jugend, der sieht nicht fern, hat Internet. Mhm. Bei diesem Camp auch waren speziell vorbereitet wie SMMs, das heißt SMM-Spezialisten, die Leute, die können gut surfen und am Internet und gute Informationen zu schicken. Da waren viel sogenannte Fake Accounts, ja, mit falschen Bildern gemacht, auch für Ausland, einfach zum Senden falsche Informationen. Sehr viele speziell vorbereitete Gruppen, wo man bekommt Instruktionen, wie muss man diese falschen Videos zu senden, welche Stichwörter muss man schlagen, wie heißt es, Tag im Deutsch, was Schlagwort oder? Ja. Wie muss man ja welche Schlagworte muss man benutzen? Und so ukrainische Jugend immer bekommt eine richtige gute vorbereitete Content von diese Spezialisten. Und so auch, das war die Meinung formiert von ukrainischer Jugend. So, das ist fast Ende von diesem Video. Dann, was machst du mit Statistik? Die andere interessante Beispiel, wenn man sagt, auch wie ist alles organisiert?
dass wenn man sagt, dass alle Protesten sind einfach spontan Protesten, ja, das geht nicht so, weil alles ist sehr gut organisiert. Hier an solchen Fotos, wir sehen, ja, dass da stehen Leute in roten Jacken, ja, die zeigen etwas, aber sie haben keine Steine, ja, sie haben keine Waffen. So, das ist eine von Dnipropetrovsk. Jetzt ich suche eine gute, richtige. Also, das ist ein gutes Beispiel. Wir sehen, dass in einer Menge von diesen Leuten hier überall so stehen diese Leute in roten Jacken. Das sind die Koordinatoren, die und zum Beispiel die kontrollieren ca. 50 Menschen. Und zum Beispiel Hände nach oben, das meint Schreien. Ja, Hände in die Seite, das zum Beispiel Steine zu werfen. Und so geht es, wir können auf diesem Video zu sehen. Das ist einfach wie eine Methodik, um Leute zu kontrollieren. Also hier, wir sehen, dass er einfach steht. Er macht nichts, er schreit nichts. Und so dann, jetzt noch nicht. Einfach wie spazieren. Und dann machen Hände nach, so alle, sie sehen, dass sie alle machen Hände nach oben. So, das ist wie ein Prozess kontrolliert. Das ist nicht wie aus Kiew, das ist, oder Zaporozhye, oder ich kann nicht erinnern, welche richtige Stadt. Aber solche Methodik ist überall benutzt, weil ich weiß leider nicht, welche Stadt es ist, aber diese Methodik geht überall in Ukraine von Prozessen und Zoll. So. Noch Fakten ist ja so ein interessantes Buch. Das war gemacht. Ich weiß nicht, ich kann nicht erinnern, der Autor von das, aber das ist eine USA-Methodiker, wie nun mal einfach protestieren. Hier steht, dass nicht, bitte nicht senden am Sozialnetze und das Polizei muss nicht solche Dokumente bekommen. Hier ist eine aus Libyen. Hier ist dasselbe im Maidan gefunden in Ukraine. Also hier ist alles Taktik, ja, demonstriert, zum Beispiel von dieser Wassermaschine, ich weiß nicht, wie heißt das? Wasserwerfer. Ja. So, was muss man, welche Kleidung muss man benutzen, ja, zum Beispiel. Ja, das steht. Zum Beispiel, ja, diese Graffiti-Ballon und auch, da steht Blumen oder was, ja, geht's. Ja, so wie zu attacken, wie Attacken zu machen. So, wir können verstehen, dass Szenarium, ja, gibt es ein Wort in Deutsch? Szenarium, ja, sind im alle Lande überall dasselbe. Ja, alles ist einfach bei uns gemacht. So, was noch interessant zum Thema? Zum Thema Foto. Auch ein gutes Beispiel von Fake Maidan. Ich weiß, das ist ein meistens populäres Foto, in dem man sagt, dass das ist eine Millionenprotest auf Maidan. Der war im Januar, aber das ist kein Maidan-Protest, das war Queen-Konzert von Queen-Gruppe. Und man einfach benutzt diese Foto zu sagen, das ist einfach leicht zu sehen, weil wenn es Winter war, hier musste unser Weihnachtsbaum stehen und da konnte auch keine dieser Bierzettel stehen, nicht. Und die andere Lüge, dass auf Maidan ist nicht so groß und da kann keine Million Menschen einfach stehen, Maximum ca. 200.000 Arbeiter, wenn sie stehen alle zusammen. So, das ist ein gutes Beispiel. Ich kann größer machen. Aus Korea, ja, und hier wir können richtig sehen, so wie viele Leute wo stehen, ja, da 15.000,
sind da 10.000 und Maidan ist viel kleiner als, als dieser Platz. Und so wir können richtig verstehen, wie viele Leute waren da. Richtig, auf Maidan, die alle meistens von Leuten, die da richtig wohnen, sie kommen alle aus Westukraine, auch aus Lemberg, aus Ivano-Frankowsk oder aus Ternopil, die auch da bekommen Geld. Und leider, ich kann nicht zeigen, aber ich habe an meinem Handy Video, ich hatte ganze Maidan im Januar gedreht und mit dem man kann sehen, dass den ganzen Tag, da sind nicht so viele Leute einfach nicht so protestieren. Das ist nur ein gutes Videobild, ja, von Leuten zu verstehen. Was noch zum Thema Fakten? Weil alle sagen, und das wird auch sehr interessant für Österreich, dass alle sagen, dass Janukowitsch ist ein Dieb, ist eine Kriminalität. Und mit diesem Foto, das ist eine gute Frage, ob die Klitschko-Brüder sind nicht Kriminalitäten. Als von, zum Zeit von, nach dem Perestroika, ja, im 90er Jahren, die waren die Securities von Viktor Rybalko. Viktor Rybalko war eine berühmteste Kiew-Kriminalautoritäten. Und da steht Alexander Musichko, der ist einer von Führern von rechter Sektor, eine Ex-Security-Chef von Jakhar Dudayev, einem Terroristenpräsident in Tschetschenien. Der hat da gearbeitet. So eine gute Familie-Foto, wo stehen alle zusammen. So. Manche fragen, was machen die Leute eigentlich gegen Maidan, die und wie können man andere Proteste machen? Das ist jetzt. Also als die Leute, die haben nach Maidan gekommen, die waren richtig gegen Maidan. So wir sehen, da kam eine richtige große Menge von Extremisten und sagen, dass nein, wir gehen nicht. Alle bitte raus, Sie dürfen hier keine Proteste machen, wir gehen nicht aus Maidan. Also, wir sehen, dass alle sind richtig gut vorbereitet. Und so mit diesem Video kann man sehr gut verstehen, dass du kannst in Kiew gar nichts gegen sagen, gegen dieses System, gegen diese Leute. Okay, das war ein Video von letzten Protest gegen Maidan von einer Organisation, das heißt die Leute aus Kiew für eine saubere Stadt. Die haben gekommen, einfach zum sagen, dass man muss alle diese Barrikaden wegmachen, als das stört richtig im Zentrum, man kann da nicht gehen, man kann da nicht mit Auto fahren und das richtig stört. Und so, wir können einfach sehen, wie war diese letzte Proteste. Also wir sehen, dass alle Leute sind mit offenen Gesichtern, niemand hat Masken. Und ja, das haben gesehen diese Maidan-Aktivisten. Also wir sehen, was die zeigen. Diese Leute haben keine Waffen, keine Schilde, keine Masken. So jetzt gehen nach Maidan-Barrikaden, einfach um bitten einfach zum Dialog. Sie möchten einfach jemand von Maidan zum Dialog sein geladen. Also ja, wir sehen, dass sie aber wollen keinen Dialog. Da sind die Flaggen von Svoboda-Partei. Hier steht UPA, diese Division. Und einfach als man, also das war der kleine Dialog, die Extremisten einfach attackierte und verletzte alle diese Leute und so, das war der letzte Anti-Maidan-Protest in Kiew. Das war, ich denke, Anfang von Februar und so gibt es keine mehr Protesten. Verschiedene Aktivisten
von Anti-Maidan-Bewegungen, verschiedene Journalisten sind gesucht, meistens sind verletzt und mussten einfach aus Kiew wegfahren, weil das geht richtig, dass diese Leute sind gesucht. Die Extremisten kontrollieren Flughafen, kontrollieren Bahnhof und also das ist einfach gefährlich für auf alle Sachen, die gegen Maidan anfängt zu sagen und Demonstrationen auch ist unmöglich zu machen. Und dann ist er auch einer kranken Kameramann. Das ist endlich. Also und das war Finish auf diese Geschichte. Da waren die Leute, die waren gegen Maidan und sie zeigten, dass sie gegen Maidan. So geht es mit jedem heute in Kiew. Hier. Und wir haben auch viele Videos, ja, die sind auch von anderer Seite einfach gedreht, nicht von der Seite von Aktivisten. Das ist Gruschewskower Straße, Januar. Das ist der Zeit, wie heißt das, wenn es Krieg geht und dann kommt der Zeit, wenn das ist Frieden. Wie heißt das, diese Periode? Waffenstillstand. Ja. Und auf diesen Tag, das war, wie heißt es noch einmal? Waffenstillstand. Ja, das ist es. Ja. Waffenstillstand, aber als wir können jetzt sehen, dass obwohl Polizei macht nichts, aber die Attacken, ja, so wie jetzt. Aber die Attacken gehen weiter. Er sagt, dass heute ist in der Regierung ein Dialog mit einer Opposition, aber die Extremisten auch einfach machen andere Provokationen. Jetzt können wir das sehen. Er sagt es dann, als diese Leute hier stehen und heute ist Friedenszeit, ja, dass die sind nicht Opposition, sondern die sind Terroristen. Also warum stehen sie da? Er sagt, dass wir müssen einfach ukrainische Leute schützen. Er zeigt einfach, dass wo essen die Soldaten und einfach. Da sind nicht Polizisten, sondern das ist einfach regulare Armee. Einfach auch Kinder. Die sind eine, aber in der ersten Linie, ja, wir sehen, die haben andere Formen, andere Uniformen, die sind einfach Soldaten. Die sind Polizisten. Das ist Birke. Was ist die deutsche für Tire oder Auto? Also Reifen? Ja. Also wir sehen da die Reifen, ja, und das ist eine richtig schreckliche Situation, weil für ganze Woche dieser Rauch von diesen Teilen, so, die verstehen auch, wie das ist für ökologisch war und gefährlich. Und auch für alle diese Leute, das war gefährlich. Das verdrehen wir ein bisschen. Also, kommt jetzt zu mir. Kameramann. Polizei macht einfach nichts, sie einfach stehen. Aber hier in Westeuropa auch niemand demonstriert solche Videos von der anderen Seite. Das
Also wir sehen, dass wir werfen auch auf Feuerwehrgläuse, nicht alle Soldaten. Das habe ich gefunden, dieses Video, das heißt, ich habe gesagt, dass in alle Nachrichten, sie haben gesagt, dass sie haben geschlagen einfach einen Demonstranten. Also richtig auf dem Video, man kann nichts verstehen, ja? So, wir sehen einfach, dass das sind richtige Polizisten, ja, und sie schlagen da etwas. Aber niemand sieht, was sie sagen. Aber in alle ukrainischen Nachrichten, da war Subtitel, dass die Polizisten schlagen einfach friedliche Demonstranten auf diesem Video. Aber da waren richtige Flaschen. Und ja, einfach, sie haben ihn nur gefangen und dann einfach, ja, aber nicht, sie haben ihn nicht verletzt. So, auch andere Lüge. Wissen Sie die Informationen über Snipers an Maidan? Ja, wie war das? Oder nicht? Auf die Messe? Ja, interessant. Ja, okay. Und ich muss ein bisschen übersetzen, weil das geht ein langes Video. Yes. Also das ist auch eine gute Journalistin, ja, ein guter Journalist hat von allen Videos und hat analysiert alle Informationen und mit dem kann man einfach verstehen, was war richtig diese Zeit auf Maidan. Also das ist von der Zeit, ja, wir sehen die Polizei, ja, die schossen. Dieser rechte Sektor, sie haben viele Attacken an Polizisten und an Militärbasen in Westukraine gemacht, sie bekommen viel Waffen. Und für 2 Tage alle Waffen waren auf Maidan. Und so, das ist der nächste Tag von der Unterschreibung von diesem Dokument mit einer der beiden Menschen von Frankreich, aus Polen, aus Deutschland, ja, für Frieden, ja. So, das war europäische Garantie für Frieden. So, nächsten Tag, dass wir hatten das. Also, auf diesem Video kann man auch sehen, dass man schoss nicht von, einfach schoss an Rücken. Lass ich ein bisschen drehen. So. Das ist eine Google-Mappe von Kiew. Hier. Auf dieser Seite, das ist Oktoberpalast. Von diesem Platz haben erschossen die Polizisten. Also hier ist man dann. Das ist Hotel Ukraine, also so, alles geht einfach so. Das ist Oktoberpalast. Und warum zeige ich das? Auf, dass man kann verstehen, von welcher Seite man hat erschossen und wie man hat richtig erschossen, weil bei weiteren dieses Video, dass wir können sehen, dass die Polizisten einfach schossen an die Leute, die haben Waffen. Die Menge von Leuten geht auf die Straße nach oben, von links und von rechts. Und wenn die möchten einfach schossen auf alle Demonstranten, sie müssen überall schossen. Aber sie schossen nur an eine Seite. Wo waren richtig diese Leute mit Waffen? Das sind Kommentare und dazu muss ich einfach drehen. Also hier, wir hören ja, dass jemand schreit im Mikrofon, er sagt, bitte Achtung, nicht auf unsere Leute schossen. So, das meint, dass ein Koordinator, ja, kontrolliert einfach diese bewaffneten Leute und sagt, pass auf, das sind auch unsere Leute, nur ein Polizeischuss. So, jetzt sagt.
nichts schießen von unserer am Rücken. Demonstranten gehen nach oben. Die Polizisten sind auf dieser Seite. Jetzt gehen sie alle zurück. Und er sagt, warum gehen sie zurück, dass da oben sind schon Polizisten. Und die sagen, dass zur Zeit, dass alle schossen, dass auf dieser Seite niemand ist verletzt, niemand ist erschossen. Also, aber die fordern, dass man schoss einfach. Aber nicht an dieser Seite. Und niemand ist hier tot. Er sagt, dass sie schossen von dieser Seite nur im Grund, dass alle zurück machen. Das hat er gezeigt. Er sagt, dass Polizisten sind auf anderer Seite, da oben. So. Und hier der Kommentator sagt, dass pass auf, dass die Polizisten schossen nur auf rechte Seite, sondern nicht auf linke Seite, wo sind auch Leute von der Ramadan. Er sagt, dass diese Zeit auch andere Polizisten haben gekommen auf andere Seite, nach Hotel Ukraine, als da waren Extremisten. Das ist. So, da sind die Extremisten im Hotel Ukraine, wo Sniper waren. Und er sagt, pass auf, da sind schon Polizisten. Und wir sehen Kalaschnikows. Auch ein Schottland. Und sagt doch alle nach oben, alle nach oben. Nicht liften benutzen. Und dann schreit auch ein Kameramann, das nicht filmen. Hören Sie? Englische Sprache, so. Die Sniper sind in meinem Zimmer von USA-Journalisten. Ich drehe, ich weiß nicht, das wir können. Da ich nicht drehen. Er sagt, dass wir müssen eine neue Position zu finden. Also die Polizei hat auch verstanden, dass sie schossen aus dieser Hotel. Er sagt, dass hier wir können sehen, dass hier waren diese richtigen Extremisten. Er sagt, das ist eine Münze, einfach von einer von Extremisten, der war im Kopf. Das ist Kalaschnikow.
meine Spiele. Und das gehört ja in die Ukraine. Das heißt, die Polizei hat geschossen. Diese. Ich sage es aber eine neue Chance ein bisschen später auf andere Seite von diesem Hotel. Also ja, wir haben gesehen, das ist ein kleines Leiter. Er sagt es so, das ist ein richtiges Gesicht von friedlichen Demonstranten mit Waffen. Er sagt, dass diese Menschen gesagt, dass sie werden jetzt schossen, Polizisten jetzt schossen, so die Journalisten einverstanden, dass die Polizisten schossen nicht nur in alle Leute, sondern in diese richtige Provokatorin. So, wir gehen noch Sniper. Sagt, dass nach dem Erschossen, ja, dass diese Polizisten haben erschossen auf Maidan, sie rufen von Kämpfern von anderen 400 Kämpfern und so gehen die Polizisten zurück. Diese Koordinator von Maidan und die Gefangenen, alle nach der Chabrinsky Palast. Sehen, da sind jetzt auch verletzte Polizisten, weil da auch richtige Waffen, ne? Die haben sich schon tot. Das war das erste Mal, als Polizisten haben richtige Waffen, als diese Demonstranten hatten auch. Und so, das ist einfach kurz, ja, der kann ich zeigen, ja, mit richtigen Fakten von anderer Seite, wie war es richtig an Maidan, was ist ein richtiges Gesicht für sogenannte friedliche Demonstranten, und jetzt, ich kann gerne die Fragen antworten. Man hat da ganz genau gesehen, dass in erster Linie Polizei eingesetzt worden ist. Mhm. Soviel ich weiß, ist ja das Militär vereidigt auf die Regierung und auf den Präsidenten. Mhm. Was für Rolle hat das Militär gespielt? Ist er nie in Erscheinung getreten? Ich meine, warum machen sie nichts? Warum sie nur bleiben stehen? Weil Militären brauchen eine Kommande, ja, und da war keine Kommande einfach. Nur zum Stehen für Polizei, nur zum Schnurbleiben stehen.
Oder ich verstand nicht die Qualität. Ja, die Rolle des Militärs ist mir nicht ganz klar. Normalerweise hätte ja die den Befehl bekommen können, dass sie eingreifen. Offenbar war die Polizei ja überfordert. Nicht gut verstanden, richtig, was meinen Sie? Die Polizei, die war zu schwach. Aha. Warum ist das Militär nicht aufgetreten? Ich denke, dass dass Janukowitsch hatte richtige Angst, dass wenn Polizei kann etwas anfangen, ja, anfangen zu schossen, dann kann die Situation ganz schrecklich sein. So, ich denke, er hatte einfach Angst und so haben nicht die Kommande, solche Kommande zu geben. Also, da waren sehr viele Leute, die haben nicht nur beobachtet, ja, diese Situation, die haben nicht gekannt da. Und wenn Polizei schosste, dann könnte viel mehr Verletzte sein. Also, und so, da war nur ein Tag, wenn die Polizisten hatten richtige Waffen, als sie wussten, dass viele Waffen war schon von westukrainischen Militärbasen bei diesen Extremisten genommen. Ja, das ist richtig schrecklich, dass die Polizisten, diese jungen Soldaten, konnten gar nichts machen. Weil sie einfach mussten da stehen bleiben. Und ich denke, diese Leute sind richtige Helden. Also die Schützen, die konnten nichts machen, nur stehen bleiben. Und auch, das war auf Gruschewskoje Straße, von dieser Zeit, das war eine Woche, das war richtig kalt in Kiew, das war circa minus 15, ich denke, Grad. Und Sie verstehen, dass diese Jungen, ja, die haben nicht sehr gute, warme Kleidung, aber sie müssen, sie stehen für 24 Stunden und dann gehen noch. Und so, da waren auch viele Kranke, nicht nur für Rente, sondern mit Erkältung und so. Das ist auch sehr schrecklich. Aber der Oberbefehlshaber ist ja Janukowitsch gewesen, vom Militär. Der oberste Chef. Naja, aber er hat nicht diese Kommande gesagt, er hat nicht die Kommande gegeben, um zu schossen. Ja, ja. Das könnte ja auch für ihn sprechen. Ich kann das auch nicht verstehen. Und viele Leute können das nicht verstehen, warum. Wenn man ganz am Anfang von diesen Protesten konnte, Militär konnte das alle gar raus machen mit Schossen, aber man nicht. Ich habe das gemacht und so, wir können nur glauben, warum was so gemacht. Das ist richtig schwer zu antworten auf diese. Wir können nur glauben, warum hat er so gemacht. Als die Polizisten, ja, von den ersten Tagen konnte er schossen, zum Beispiel, alle Extremisten, dann geht richtig diese Situation nicht so weiter und da bekommen sie nicht Waffen. Und da waren nicht mehr so verletzt, aber ich habe das so nicht gemacht, so, ich weiß es nicht warum. Ja, bitte. Der Bodenschätzung von der Ostukraine ist hoch. Westukraine ist niedrig. Was die Amerikaner und die Europäische Union in Deutschland geplant haben, könnte geplatzt werden. Weil in meiner Sicht, Russland hat jetzt für sich einen Vorteil geschafft. Der Russland sagt, okay, wenn das Ukraine jetzt zerteilen, soll jetzt zerteilen. Also, weil das Ostukraine bleibt Russland nahe, Sevastopol und Krim hat schon begonnen. Jetzt natürlich die Europäische Union, die Deutschen und die Amerikaner haben Angst. Weil mit Westukraine. Ja, sie können nichts machen. Normalerweise diese Westregionen bekommen ca. 60% von Geld, von Budget. Also sie verdienen nichts. Das sind keine Fabriken. Sie produzieren gar nichts. Sie haben nur Bergen, ja, nur Skiresort, so nur im Winter. Aber wenn das geht auch kein Schnee, so sie bekommen auch kein Geld. Und das ist auch eine richtige Situation, dass warum haben Angst Klitschko und alle Maidan-Führer von einer richtigen Volksstimmung, von einem Referendum? Weil die möchten richtige Verbesserung und wenn die wollten die Meinung von Leuten hören, dann müssen alle sagen nur ein Wort, also die Straße gehen. Wir wollen Volksreferendum und dann alles machen.
Aber diese Politiker haben das nie gemacht. Also sie haben Angst und verstehen das. Der erste Frage von Referendum wird ein Bundeslandsystem in Ukraine. Und wenn das Bundeslandsystem geht, dann alle Geld, ja, das verdient zum Beispiel im Ost, bleiben im Ost. Und in Kiew bleiben in Kiew. Aber meistens von Leuten, die waren benutzt im Maidan, sie sind nur auf Westukraine. Wo gibt es einfach kein Geld. Und so, sie bekommt auch im Wahl keine Vote, was ist Vote für Deutsch? So, sie bekommen einfach keine Stimme in anderen Regionen. Sie, und wozu brauchen sie diese arme beste Seite? Nichts. So, sie haben so, sie, richtig, sie haben rechts. Ja, also meiner Meinung nach, was die Deutschen, Europäische Union und die Amerikaner begonnen haben, könnte für den schlecht enden. Weil, wie ich gesagt habe, Russland hat für sich einen Vorteil geschafft. Naja. Meiner Meinung nach, sie werden dieser Vorteil nutzen. Ja, meine Meinung ist, dass, wie geht es in Ukraine, dass Krim wird eine unabhängig, ja, aber das wird nicht Teil von Russischer Föderation, aber das wird in guter Kooperation mit Russland. Und was geht in andere Ukraine, wenn das wird richtig ein Referendum gemacht, dann wird das eine schlechte Bundessystem, weil die Westleute werden nur arme. Und ich denke, dann Polen oder Deutschland kann das leicht bekommen, aber wozu brauchen sie ein Territorium mit diesen Leuten, mit arbeitslosen Leuten, ich weiß nicht. Oder wenn die Politiker gehen richtig weiter gegen Leute, dann das kann richtige Verteilung für zwei Teile von Ukraine, wie war das in Deutschland, ja, eine Westukraine und eine Ostukraine. Und auch noch Krim. Und so, ich denke, das kann auch so gehen. Ja, da war eine Frage. Entschuldigung, bevor wir mit der Diskussion weitergehen, der Wladimir Lavin ist ganz auf eigene Kosten da in Österreich unterwegs und ich will da eine Spendenbox durchgeben, wer ein bisschen was beitragen will, dass man seine Arbeit unterstützen kann. Bitte. Ja, bitte. Neofaschismus das Hauptrolle gegeben. Aus welcher Begründung? Warum Neofaschismus? Warum Neofaschismus? Das ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wer hat gesehen dieses Video. Kann man hören, was sagt er oder nicht? Ah, dann nicht mehr. Zeige man, kann man nichts hören. Warum Neofaschismus? Das ist, was habe ich gesagt, das ist diese Bewegung von rechter Sektor mit ukrainischer diese Swastika. Wir sehen hier auch 1488. Das ist eine ideologische von rechter Sektor. Und jetzt ein bisschen weiter. Der Journalist macht ein Interview mit einem. Yes. Da kommen jetzt englische Subtitel ab und ich übersetze einfach die Frage. Da war auch ein Nazi-Symbol, sehen Sie da? Oder auf wann? В своем роде немножко, но
So, und was noch zum Thema Nazi? So, ich habe auch verschiedene gute Fotos. Da kann ich gar nicht wieder eine Pause machen. So, wir sehen, das ist 1488, ein Symbol, ja, von dieser, ich weiß, das ist eine Neonazi-Nummer, aber ich weiß nicht richtig, was bedeutet das. Und auch ein Hitler. Ah, ja? Ja. Mhm. Und auch ein Symbol, ja, wie White Pride, ich denke, das Symbol. So, das ist auch ein Molotov-Cocktail, das war geworfen an den Ozenten. So, das sind auch ukrainische Fahrzeichen, da steht Ultras aufgeschrieben. Ich kann mal nicht gute Zeichen sehen. Wo war es denn? Das ist die Schöpferstraße, da sind verletzte Polizisten. Und oh, das geht auch gut mit diesem Foto, ja, wir können sehen, dass ein Mensch macht jetzt da, dass sie noch neue Attacken machen, aber er ist schon verletzt. Sie haben auch mit Fairwerken ja, aufgeschossen. Und was gibt es für Nazis? Auch mit Waffen. So, das steht Svoboda-Partei, die Flaggen von Svoboda-Partei. Das ist schon eine neue Attacke von einem Verletzten. So, da auch steht, kann man nicht auch gut sehen, aber da steht auch dieses Nazi-Symbol auf dem Schild. So, dann auch. So ist auch ein Unauso-Symbol. Denke, das ist auch verrückt, wer kann man ein Kind, ja, zum, auch einen Protest, wo sieht EU, weil das ist unlogisch, weil man kann nicht Kinder benutzen. Da ist auch Symbol von Luna und so. So, das ist rot und schwarz, das ist ein Symbol von rechtes Sektor, auch die Flag von Bandera dieser Armee. So, das war in Kiew. So. Da noch. Das ist halt, ich denke, das war die beste Foto eigentlich.
Sie gerade das genau und so. Auch rot und schwarz, hier steht Symbolen. Noch diesem Kind. Das ist der von Stepan Bandero, das war auf unserem Rathaus. Eine richtige Foto. Und so auf diese Fotos, auf diese Bilder, Sie können sehen, dass das sind viele richtige Neonazi-Symbols, ja, Symboliken auf diese Leute und so. Das ist einfach Antwort. Wie sind da die Neonazisten? Und kommen die nur aus den Universitäten? Wer hat die so ausgebildet? Warum sind das junge Jugendliche? Warum, wo wurden die ausgebildet? Meistens. Sind die von den Eltern oder von den Lehrern oder wo haben die ihre Ideologie? Mm-hmm. Das kommt ja nicht von sich. Ich kann nicht so leicht antworten, als ich war in Kiew geboren und die Leute im Westen, Ukraine, sie sind richtig ein bisschen unterschiedlich. Als für eine lange Zeit Westukraine war ein Teil von Litauen, von Polen, auch von österreichischen Imperien, ja. Und sie immer waren gegen Russische, ja. Und so sogenannte Stepan Bandera, er war wie eine richtige erste Ukraine, der mit einer Lugi-Ideologie hatte gekämpft gegen Okkupanten, ja, gegen Okkupanten für freie Ukraine. Mhm. Sie passen einfach nicht, dass er hat auch viele ukrainische Leute ermordet, aber das ist eine sehr bequeme ideologisch, weil das sind keine Helden, keine gute Helden in ukrainischer Geschichte und so jetzt, sie einfach brauchen Beispiel für Jugend und und die Leute von dieser rechten Sektor die immer sagen, dass man Kommunisten hängen oder man muss alle Juden schossen oder alle Russen schossen und das ist eine richtige Ideologie von diesen Leuten. Und ja, und in vielen Universitäten, da sind richtig die Ideen von einer Nazi, ja, von One Nation, ja. One Nation Idee, die sind richtig so. Meistens richtig in Westukraine gemacht, aber in Kiew, also ich habe gesagt, das ist eine schrecklichste Akademie, das heißt Kiew-Mogilianska Akademie, die sagen die richtige Nationalpropaganda. Und werden diese Universitäten von der Ukraine selbst finanziert oder? Meistens Kiew-Mogilianska Akademie ist finanziert bei USA, normalerweise. Von den USA? Ja, von den USA. Sie haben die USA, kann man sagen, im Hintergrund bilden Neonazis. Ja. Wenn man das genau, das geht also so. Also das ist ein starkes Stück. Also meistens, als wir es gesehen, zum Beispiel an Webseiten von Jetzin Jung oder von Klitschko, wir können da viele, alle Partners, ja, viele, das gibt CDU oder das gibt auch Botschaft von USA oder andere Organisationen, das ist einfach gleich zu finden. Weil auf dem Internet kann das auch demonstrieren. Und ich denke, dass heute Situation in der Ukraine ist wie eine Probe von USA, als sie haben schon kein Geld mehr, also sie können nur diese 0 Dollar drucken, ja, der kostet richtig nichts. Sie machen eine richtige Provokation gegen Russland zu anfangen. Ja, wenn man so die Nachrichten liest, dann hat man einfach dann. Und ja, und so, und wie war auch vorbereitet diese Idee, weil normalerweise die Mentalität von Ukrainischen ist, geht immer so, dass wenn von meinem Nachbar ist Feuer im Haus, ja, dann ich bleibe sitzen weiter, als das ist nicht mein Haus. Das geht richtig so, das ist kein, ich weiß nicht, ist das lustig oder ist das traurig, aber das geht richtig so. Und Ukrainische sind richtig friedlich und niemand will kämpfen, alle möchten nur Spaß bekommen, ja, und einfach nichts machen. Und die machen einen richtigen Konflikt in Ukraine, ist richtig sehr schwer. Und so benutzen sie diese
einen kleinen Unterschied von Menschen im Ost und im West, als zum Beispiel, die sprechen Russisch, die sprechen Ukrainisch. Die möchten 9. Mai feiern, die möchten nicht. Die möchten Bandera als Held, die anderen möchten sowjetische Armee als Held. Und da war auch seit Herbst 2013, das war eine Vorbereitung gute mit, das heißt, Ukraine steht auf, das organisiert Mai Yatsenyuk, Tignibok und Klitschko. Sie machten Demonstrationen in alle Staaten, von allen Bundesländern ukrainische, einfach wie eine Demonstration für eine neue Bewegung. Und in dieser Bewegung, da waren diese richtige erste schlechte Wörter für Moskau oder für Juden, und das war auch sehr, sehr stark diese Nazi-Ideologie auch gemacht. Und das in Westukraine, das sind richtige, ich kann auch zeigen, das ist einfach in Ukrainisch. Also zum Beispiel, wir sehen, das ist rechte Sektorführer, Jarosch. Und alles, was Sie sehen, das waren spezielle. Also das haben spezielle Lagen, spezielle Basen, wo die trainieren, bekommen würden. Er sagt, dass warum heute wir sehen, dass in einem Tag, das wird dann 20. Geburtstag von unserer Organisation Trident. Er sagt, dass also es gibt auch viele andere solche ideologische Organisationen wie unsere, aber unsere ist die älteste. Er sagt, dass da war ein Senator in Rom, im Ancient Rome, ja. Ja, also haben wir gehört, ja? Er sagt, dass er immer am Anfang hat eigene Phrase gesagt. Er sagt, dass Carthagen muss man zerstören, immer. Ich sage, dass diese Phrase ist, muss man auch bei uns benutzen, wie eine Idee. Ich sage, wir müssen diese Idee in unserer Arbeit benutzen. Er sagt, was ist meistens wichtig für uns heute? Erst, dass in Ukraine ist eine Okkupation. Was ist eine Okkupation? Er sagt, dass ohne Kampf mit den Okkupanten kann Ukraine nie unabhängig sein und frei. Russland ist der größte Feind von Ukraine. Und derzeit, der Russland bleibt, derzeit konnte Ukraine nie frei sein. Er sagte nicht Russland, sondern eine russische Föderation. Wie waren die Leute, ich meine, wie im Land, wie bis Russland als Land existiert, bis dann Ukraine wird nie frei. Anfang sagte andere Scheiße, ich möchte einfach demonstrieren, ja, dass die Idee ja von richtigen Führern und auch was für Basen sie haben da. Ja, bitte. Wie ist denn jetzt Ihre Einschätzung, was die Krim betrifft? Es kommt hier jetzt zu einem Referendum und es ist ja höchst brisant, es eskaliert ja die Situation permanent, zumindest wenn man den Medien schenkt. Es wird ja auch behauptet, dass schon russische Soldaten auf der Krim sind. Mhm. Nein, die sind
seit Jahrzehnten auf der Krim, sind dort stationiert, haben ein Übereinkommen. Also wird hier ja schon bewusst die Bevölkerung belohnt, vor allen Dingen auch die österreichische Bevölkerung. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch die Neutralitätspolitik der Österreicher begründen, wieder einmal mehr, die sich ganz offenbar auf die Seite, ich sage es einmal provokant, der Ultranationalisten und Faschisten stellen, im Gleichgang mit der EU und mit den Amerikanern. Aber wie ist jetzt wirklich Ihre Einschätzung, was kann jetzt noch passieren? Die erste Sache, dass ich möchte sagen, dass da war immer die russische Militärbasen im Sevastopol, die Marinenmilitärbasen, und da war, ich weiß nicht richtig, man sagt, dass ca. 30.000 von Soldaten, die waren immer da. Aber jetzt sind nur nicht nur bleiben in diese Basen, sondern sie in der Stadt. Niemand hat andere Soldaten da gebracht. Einfach niemand brauchte die neuen Soldaten da. Und die andere Sache ist, dass die Leute an Maidan immer ruften für eine Militärhilfe von EU oder für USA zum Schützen Maidan von Janukowitsch und von Polizei. Aber wenn die Leute in Krim rufen für eine Hilfe von Russland, ja, alle denken, dass das ist nicht, dass die sind nicht recht. Ja, so diese doppelte Standarden, ja, richtige. Und wie denke ich, ja, alle Stimmen, meistens von Stimmen im Krim-Referendum gehen nach Russland. Aber also ich habe gesagt, dass Putin versteht, dass diese Situation ist sehr wichtig. Und Krim wird nicht im in Russische Föderation gehen, sondern Putin bleibt das einfach für Ukraine. Aber das wird eine gute Kooperation, ja, von Krim und Russische Föderation. Aber ich denke, dass Krim geht nicht zum Russland. Aber die Militärbasen auch bleiben da und so NATO kommt da auch nicht. Also ich denke, Krim wird nur mehr unabhängig, ja, independent. Für mich, das ist ein schweres Wort, unabhängig. Ich immer vergessen das. So ist einfach meine Meinung. Ja, Sie sagen, das ist illegal, wenn die Wahl ausgeht, pro-russisch, illegal, und das neue Parlament, Kiew, ist legal. Naja, genau. Und, als gegen die Verfassung nebenbei gesagt, ne? Aber das ist typisch. Naja, das ist die richtige doppelte Standarden. Als die Leute mit Waffen an Maidan sind Aktivisten. Die sind gegen Maidan, die sind Provokatoren, sogenannte Tituschka. Ich weiß nicht, wie haben Sie diese Wörter gehört? Na gut, nein, nicht. Die Westukraine von Anfang von Euromaidan sagte, wir sind nicht kontrolliert bei Janukowitsch, wir haben eine Volksregierung. Das war okay. Wenn jetzt man sagt, auch im Ost, und man hat eine Volksregierung heutige im Ostukraine mit Krim gemacht, das ist schlecht. Als die Leute an Maidan rufen für Hilfe von EU und USA, das ist gut. Wenn die Leute in andere Teile rufen für Russenhilfe, das ist schlecht. Und andere noch Frage, dass EU garantierte immer für mein Land richtige friedliche Stabilisation. Aber warum haben sie nicht gemacht? Warum am nächsten Tag von dieser Unterzeichnung haben diese bewaffneten Extremisten gekommen? Wo ist EU? Sie haben das garantiert, sie haben das nie gemacht. Sie haben eine Unterschrift mit legitimen Präsidenten, mit all diesen Oppositionsführern. Sie sagten, das ist legitim. Und warum dann sagen Sie, dass heute die Regierung ist legitim? Mit wem dann haben Sie das geschrieben? Mit einem mythologischen Präsidenten? Das ist sinnlos einfach. Ja, bitte. Meine Frage, wie ist nun die Situation der kommunistischen und linken Parlamentsabgeordneten? Sind sie verhaftet, sind die in der Realität? Aha, ja. Was ist die Aufgabe der linken Kräfte, mit der von den Faschisten dominierten Heutige Situation in Kiew ist richtige Deutschland von 30. Jahre. In Westukraine Partei auf Regionen und kommunistische Partei ist unter Verbot. Russische Sprache ist auch unter Verbot.
alle Offices, alle Parteibüro von Kommunisten, von Partei auf Regionen, auch von meiner NGO, ukrainische Wahl, von Sozialdemokraten sind zerstört. Leute sind verletzt. Alle die Hausen von Kommunisten, von kommunistischen Parteien sind einfach zerstört und geräumt. Das war auch eine Situation, dass einen Aktivist aus Lemberg, eine kommunistische Aktivist, war richtig schrecklich verletzt und musste einfach aus Land fahren. So, in heutiger Regierung, Kommunisten gehen gar nicht auf Parlamentssessionen, sie sind da nicht, also sie verstehen, dass diese Regierung ist einfach falsch. Ja, heute, das gibt eine Kooperation von alle Leute, die sind gegen Maidan, das sind auch viele Kommunisten, viele Sozialdemokraten, so, ja, die sind alle zusammen, aber jetzt, man kann einfach nicht etwas Mehres machen, als der größte Argument heute ist, dass die Leute auf Maidan, sie haben Waffen und sie benutzen das und so ist das unmöglich zum Kämpfen gegen den. Aber ja, die Kommunisten und die andere Linke machen gute Ideen und auch zum Sagen zum Beispiel, dass zum Thema Referendum, dass letztes Jahr Kommunisten waren die eine Partei, die hat gemacht ein Projekt von Referendum, ein Rechtsprojekt und dann nach Parlament, aber niemand gab Stimme für diesen Projekt. Und zum Beispiel auch meine Organisation, unser erster Punkt ist auch Referendum, aber niemand auch will das. Und sollte sie die richtigen Parteien, die richtigen Organisationen, die sind für Leute. Und so die beste Idee, aber niemand will das hören. Die Kommunisten heute sind von diesen Leuten von Westen die neuen Faschisten genannt einfach. Dass die sind pro-russische, Putin ist der größte Nazis und so, einfach nur Kommunisten hängen, so ist die Ideologie. Weil zum Beispiel, als ich nach Komintern, als ich war an einem Protest von Kominternpartei in Wien, neben EU-Haus, ich habe das gedreht und dann, ich habe gefunden, als ich immer versuche, Informationen auf Facebook, da ist eine Gruppe von Euromaidan-Aktivisten in Wien und da jemand hat dieses Video gestellt, wo ich kommentiere die Situation und da war meistens vor Kommentarist, dass man muss Kommunisten hängen und so weiter. Das ist richtig so. Hier genau in Wien, die ukrainische machen jetzt solche Ideologie. Ja. Ich nehme an, zurück. Normalerweise ist das ist sehr gefährlich für mich. Das ist gerade meine Frage. Ja, ich fliege am Dienstag nach Russland, nach Moskau. Ich denke, ich treffe da auch verschiedene Aktivisten, weil da sind auch heute viele Aktivisten von Kiew, die gegen Maidan ist. Aber ich möchte auch andere Kontakte zu suchen in Europa, als ich weiß, viele Organisationen, zum Beispiel wie Solidarwerkstatt, ja, wie Kommunitärenpartei, sie haben richtige Interessenthemen und wenn ich kann hier reden, ja, zum Beispiel die Leute und dann wenn bekommen sie die richtige, verstehen die richtige Situation, dann sie auch helfen meinem Land für Stabilität, als wenn hier gibt andere Meinung, dann geht es viel größer und aber das Problem ist, dass ich habe noch 2 Wochen, ich meine, dass bei uns geht es wie ein Visasystem. Also zum Beispiel, meine Visa war geöffnet vom Mitte Januar, von 15. Januar bis 15. April. Aber ich kann nicht 3 Monate bleiben, sondern nur 45 Tage. Und ich habe schon einen Monat her und so, ich fliege nach Moskau und wenn es wird eine Möglichkeit, eine neue Treffe ja, mit anderen Organisationen zu machen, dann natürlich fliege ich gerne noch einmal nach Wien oder nach anderen Ländern. Aber ich kann sagen, dass zur Zeit von den letzten 2 Wochen, ich finde das richtig gut, dass viele Leute haben richtig Interesse auf diese Probleme und sind sehr geöffnet zum Kontakt und auch helfen mir sehr, dass ich mich auch bedanken, dass ich haben heute gekommen, weil das ist eine richtige große Hilfe und ich bin auch sehr froh, dass sie helfen meinem Land, das ist sehr wichtig. Die schlimmste Annahme in der Zukunft, gibt es da irgendein das Worst Case? Was geht? In den nächsten Tagen, Wochen, kann es noch viel
schlimmer werden? Jetzt, bis Sonntag nicht. Jetzt, wir müssen einfach warten auf Referendum. Ich denke, jetzt bis Montag, das geht Stabilität, eine schlechte Stabilität in der Ukraine. Und ich denke, was man kann richtig machen, man kann Provokationen zum Beispiel am Nacht bevor Referendum zu machen, ich denke, das wäre eine gute Strategie, ja, eine gute Idee, etwas zu machen. Aber ich denke, das wird nicht, als viele Leute sind richtige Prorussische. Und ich denke, dass Provokationen da sind einfach unmöglich. Heute gibt es ja die Meldung in den Medien, dass ein Oligarchen ukrainisch auf Haft wurde. Der reichste Mann heißt es sogar. In Wien? Ukraine, ja. Firtasch, ja, das ist, er war gefangen. Ich habe das auch gehört, aber ich weiß nichts mehr. Er hat auch finanzierte. Ja, wann finanziert er? Ich kann nicht erinnern, welche Partei finanziert, aber man sagt, dass er war einer von Organisatoren von Maidan normalerweise. Also er hat viele Medien und so geht es, dass alle Medien gehören zum Oligarchen und so, das geht alle Lügeninformationen. Zum Beispiel über mich, das geht im Internet eine Lügeninformation, dass ich bin eine Verwandte von, das gibt auch Larin, andere Larin, einer Mitglied von Partei auf Regionen, der war ein Sekretär von Janukowitsch und im Internet man kann finden die Dokumente, wo diese Leute Maidan schreiben, dass ich bin ein Agent von Putin, ich bin eine Verwandte von Janukowitsch Familie, ja, sie auch machen die Dokumente, ja, wo es geschrieben, dass eine Liste von Janukowitschs Mitarbeiter, wo steht auch Vorname und die richtige Lüge geht, wenn du machst etwas gegen diesen Rechnung, die ich bekomme sehr viele Drohungen im Internet. Ja? Meine Freunde sagen mir das auch, die Leute oder schreiben auf Facebook oder telefonieren und fragen eigentlich, wo bin ich. Ich weiß, dass auch nach einem meiner Freund einfach bewaffnete Leute in Maskenkammern gekommen und auch gefragt habe, wo bin ich. Das ist richtig sehr jetzt gefährlich, wenn man die richtigen Sagen sagt über Maidan. Das ist sehr gefährlich, weil die Medien Krieg ist richtig wichtig und wenn jetzt heute gibt es eine neue Bewegung in diesem Krieg, ja, wenn wir machen auch diese Informationen, Attacken mit richtiger Information, dann kann das alles ganz anders sehen. Und zum Beispiel, und auch die Reaktion von Leuten im EU kann auch ganz anders sein, als wie viele Leute bekommen diese Informationen. Deine Familie zu Hause? Meine Mutter, ja, bleibt in Kiew, aber das ist gut, dass niemand weiß, wo sie einfach wohnt. Ja, die Adresse, so. Aber ja, für mich, das ist, ich habe auch Angst, dass man kann das benutzen, aber ich einfach hoffe, dass die Leute, die sind Christian, ja, christianische Leute, die können verstehen, dass die Verwandten kann man nicht benutzen in solchen Situationen. Natürlich, ich habe Angst, aber ich bitte Gott und ich denke, dass solche Sachen wird nicht niemand machen, einfach. Sie haben gesagt, dass auch Sozialdemokraten unsicher leben oder verfolgt werden. Habe ich das erstens richtig verstanden? Unsere Sozialdemokraten in der Ukraine. Das war früher eine Sozialdemokratie-Partei nach dem Orangen Revolution, das wird keine mehr diese Partei, aber der Ex-Führer, ja, von dieser Partei, Viktor Medvedchuk, er hat gemacht eine NGO, ukrainische Wahl, mit alle Ideen von Sozialdemokraten und wir haben meistens Punkte, ja, zum Beispiel unsere Programme. Der erste ist, dass man alle Sachen im Referendum lösen. Der zweite ist, dass alle Leute, zum Beispiel zwei Sprachen, ja, in die Bezirken, wo im Bundesländer, wo viele Leute Russisch sprechen, können Russisch sprechen und wo viel Ukrainisch, ja, auch das System, dass alle Bundeslande können auch lokale Referendumen zu machen, zum Beispiel das Erfolgs kann richtig die Situation kontrollieren, sondern wie eine
wie ein Volksparlament in allen Regionen. Auch eine Teil von Programmen ist doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist auch der erste solche Idee, dass wir verstehen zum Beispiel, dass das ist sinnlos, dass wenn man keine andere Bürgerschaft kann bekommen. Und was wichtigste ist, dass eine gute Kooperation mit Russland. Das ist, ich meine, das sind top meistens die Punkte von unserem Programm. Und ja, natürlich, wir spielen auch eine Rolle in Antifa-Bewegungen. Alles Büro von ukrainischer Wahl hatte schon drei auch Attacken und das war schon dreimal zerstört. Und diese sozialdemokratische Partei ist mit auch verfolgt jetzt? Ja, ich sage, das Büro ist zerstört, aber das ist nicht mehr eine Partei, das ist einfach ein NGO. Wenn Sie haben Interesse, Sie können, ja. Ich kann geben die Webseite, aber meistens von Informationen, das ist in Russisch eigentlich. Was für eine Rolle wird jetzt noch die Julia Timoschenko spielen? Das ist eine gute Frage. Wir können das auch einfach glauben, weil Timoschenko für, was ist Prison? For Gefängnis. Ja, aber alle Zeit, sie waren im Gefängnis und von ersten Tag der Maidan, normalerweise, die Leute mussten nur fragen, dass Janukowitsch muss die Timoschenko frei machen. Aber niemand ruft an das. Weil heute Timoschenko ist ein richtiger Politiker. Klitschko ist totaler Dreck, er hat keinen Sinn. Er kann nicht in der Politik sein. Yatsenyuk ist auch sinnlos. Ja, Tagnigob ist really eine gute Politiker. Ja, er ist Nazi, aber er ist guter Nazi-Politiker. Aber Timoschenko ist, aber ja, Tagnigob kann nicht so viele Stimmen ja, finden, als er hat sehr Nazi, so viele Nazi-Ideen. Aber Julia Timoschenko ist nur eine starke Figur heute, der kann richtig eine gute Führer sein für Maidan, ja, für Leute, die sind gegen Janukowitsch überall in Ukraine, nicht sondern im West. Aber jetzt sie ist im Geheimnis, ja. Wir sehen, dass die ist nicht aktiv. Und so, man sagt, dass da kann auch eine Strategie sein, dass was heute ist gemacht mit Pravi Sektor, dass die arbeiten für Julia Timoschenko, dieser rechte Sektor, als rechter Sektor ist einfach ein NGO, das schon eine Woche, das ist eine Partei, aber diese Partei ist nicht in Regierung. Und der rechte Sektor richtig kontrolliert heute alle Situation in Ukraine, als sie haben Waffen. Sie sind Staatspolizei und so man sagt, dass wenn ukrainische Volks heute findet, dass diese Regierung ist auch eine große Scheiße, macht der rechte Sektor alle weg und bringt Julia Timoschenko. Das geht eine Meinung, aber ich bin nicht sicher, wie das kann auch gehen. Aber ich denke, dass Timoschenko wird eine große Rolle nach dem Krim-Referendum spielt. Sie richtig spielt eine große Rolle, weil das ist eine große Figur. Ja, mir kommt vor, sie ist wie eine Prinzessin, die darauf wartet, wieder wach geküsst zu werden. Naja, aber alles wir wissen, dass Timoschenko hat unterzeichnet diese Gasdokumente, ja, mit denen wir bekommen die riesige Kosten von Gas. Und so sie bekommt auch gute Geld dazu. Da noch Fragen? Ja, vielleicht nur zum Abschluss. Aha. Es ist wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen, dass für den Amerikanern das eine geopolitische Angelegenheit ist. Ne? Die sind gern in den Verbund der NATO, die hat sich auch in Englisch sehen wollen und als Sprungbrett gleich dort möglicherweise in absehbarer Zeit auch Raketen stationiert werden. Naja, aber ich denke, dass für neue Raketen 1000 von Kilometern ist nicht so wichtig, ja, der Mann kann auch in Polen zu setzen. Ich denke, dass die ukrainische Rolle ist mehr wie ein Anfang, das kann sein ein Anfang von
Dritte Weltkrieg einfach nur benutzen, nicht für Militärbase zu stellen, weil das ist einfach sinnlos, weil überall im EU kann man diese USA Militärbasen. Und ich denke, das meiste, das ist eine Provokation für Putin, aber meine Meinung, dass als heute wir alle leben, Russland, ja, Ukraine, Europäische Union und auch China, wir alle wollen auf einen Kontinent und USA ist auf anderen. Und wir brauchen normalerweise keine USA her, weil zusammen, wenn das wird eine neue, ja, wie eine Kooperation von Russland, von EU, ja, von anderen, von China, das wird eine richtige starke Kraft und dann USA kann einfach bleiben ohne Geld. Und dann sie rufen nach Hilfe von Eurasie, ja, als die nichts können machen. Und so, ich denke, dass die beste Variante ist heute für eine neue Union zu machen, ja, von den Ländern. Als, ich weiß nicht, Russland ist heute eine richtige Kraft, aber nicht alle kann verstehen, dass China normalerweise ist heute auch wie eine Teil von Russland. Als alle Idealen, ja, die kommunistische Ideologie, die war sehr gut vorbereitet aus sowjetischer Zeit für Kommunisten, die arbeitet da und China heute mit Kommunismus, ja, mit Kommunismus, der Nazi sagen, ja, das ist schrecklich, das ist eine Diktatur. Richtige China macht heute den größten Erfolg, ja, weil sie machen so viele Sachen, sie machen, alles ist gemacht, alles für USA ist auch in China gemacht. Und wenn wir machen, verdoppeln diese Kraft von Russland und mit China, wenn die sind zusammen, das ist eine doppelstark und USA kann gar nichts gegen diese Kraft machen. Und so, ich denke, das wird dann so für Europa, das ist sehr besser, nur eine Neutralität in dieser Frage, weil ohne USA, Europäische Union wird keine Konflikte, ja, in Ukraine machen. Und das macht nur mit USA, weil Merkel, ja, hat auch Interesse mit Amerika. Und das ist so eine Initiative, ja, von Deutschland, von Estland oder von Litauen, wo sie in diese Kooperation von unserer, von Klitschko, von EU-Bewegung und mit Finanzierung von USA. Und so, ich denke, wir brauchen einen neuen Frieden, eine neue Union, einfach von Eurasien. Ich denke so. So, das ist eine gute Variante zu denken. Wir können einfach die Stabilität zum Land bringen, als wenn das wird Anfang von Dritten Weltkrieg, dass dieser Krieg, ich denke, kann nur ein paar Vorteile sein, weil die heutige Waffen, ja, der ist, man kann einfach alle ganze Welt einfach zerstören. Und das ist nicht eine gute Variante. Aber jetzt die Amerikanische möchten richtig eine neue Anfang machen in Europa. Und so, so geht das. Ich meine, das meine ich da vielleicht gerade noch ein bisschen was beitragen darf. Ich meine, das ist natürlich eine Frage, die immer wieder auftaucht. Ja, das ist ja dieser große Systemkonflikt quasi, ist ja eigentlich beendet. Russland ist auch ein kapitalistisches Land. Und viele Menschen stellen sich die Frage, warum trotzdem in den letzten Jahren spürbar einfach bei uns kontinuierlich ein antirussisches Ressentiment gepflegt und propagiert wird. Eigentlich, also, es ist ja nicht mehr quasi das Reich des Bösen, das jetzt irgendwie auf der anderen Seite der Geschichte stehen würde. Und ich glaube schon, dass uns das hinweist darauf, dass eben die Europäische Union bzw. dieser Integrationsprozess nicht jetzt einfach nur der Völkerverständigung geschuldet ist, sondern dass das schon ein großes machtpolitisches Projekt ist. Und gerade letztens habe ich wieder eine Debatte von Buzek und Poppenhuber gehört und da ist dann auch die Frage aufgetaucht, ja, warum wird Russland nicht in die Europäische Union integriert? Das Problem ist einfach, Russland ist zu groß quasi, um als Ganzes in dieses machtpolitische Integrationsprojekt integriert zu werden. Das würde die Gewichte innerhalb der europäischen Großmächte, die diesen europäischen Integrationsprozess dominieren, einfach gewaltig verschieben.
das will man nicht, das kann man nicht. Und auf der anderen Seite ist aber trotzdem die Begehrlichkeit da, gegenüber diesem großen Territorium, gegenüber den vielen Menschen, die dort leben, gegenüber den großen Naturreichtümern, die es dort gibt. Und das ist meines Erachtens einfach die Triebkraft, die letztlich dafür, die sozusagen da mitverantwortlich ist dafür, dass hier kontinuierlich eine Konfrontation am Köcheln gehalten wird und jetzt, wie wir es im Beispiel der Ukraine sehen, auch tatsächlich zum Kochen kommt. Ich möchte noch kurz erwähnen, die Solidarwerkstatt hat ja einen offenen Brief an die Bundesregierung und an das Parlament gerichtet, wo wir eben darauf aufmerksam gemacht haben, dass offizielle Stellen der Europäischen Union ganz offen eigentlich mit Neofaschisten und Antisemiten kooperieren. Und wir haben in dem Zusammenhang gefordert, eben, dass Österreich aufgrund dessen den Europäischen Auswärtigen Dienst verlässt, weil es uns erachtens überhaupt nicht vertretbar ist, dass Österreich angesichts gerade der Geschichte, angesichts dessen, dass zig Österreicher und Österreicherinnen mitverantwortlich waren für den Tod von Millionen Menschen in der Ukraine, dass es hier da eine klare Distanzierung geben muss. Wir haben zuerst lang keine Antwort bekommen. Vor ein paar Tagen ist eine Antwort eingelangt und es ist eigentlich ein offenes Bekenntnis des österreichischen Außenministeriums in diesem Brief, dass man, weil Neofaschisten oder Neonazis wie die Partei Svoboda eben Teil dieser Opposition gegen Janukowitsch sind, dass deshalb auch Österreich sich dazu bekennt, mit diesen Kräften zu kooperieren. Unseres Erachtens ist das ein Skandal, wir werden das auch noch als solchen weiter bekannt machen. Ich möchte euch an der Stelle nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr teilgenommen habt an den heutigen Informationsabend. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich beim Wladimir Larin bedanken, dass er den Weg zu uns nach Linz gefunden hat, uns da informiert hat und möchte ihm auch alles Gute weiterhin wünschen. Ja, danke sehr, dass für mich das war einfach Spaß. Ein guter Start und Sie sind auch eine sehr, sehr gute Frage, gute Leute. Das ist richtig. Ich war erstes Mal in Linz und ich habe das richtig gefallen. Ich denke mal, für mich selbst, ich finde das besser als Wien oder Salzburg. Das ist ein bisschen wie eine mehr neue Stadt mit nie so vielen Touristen. Ja. Und ja, wir haben Stahlwerke so wie du. Naja, für mich einfach nebenher sieht ein bisschen. Wir sind in Partnerstadt von Saporosche. Ja? Ja, hinter der Saporosche-Straße. Toll, ja. Ja, oh, toll. Ja, aber in Saporosche geht es auch nicht, ja, halt nicht gut. Okay, dann kommt es gut nach Hause. Ja, ich lasse auch, wenn ich habe Interesse, ich lasse alle Materialien, ich habe heute demonstriert, ich lasse bei Boris ja auf Festplatte und dann. Wenn Sie etwas möchten, dann Sie können bekommen und Sie können auch mir melden an Facebook oder am E-Mail und Frage stellen und ich habe Interesse, dann kann ich auch neue Informationen einfach zu senden. Vielen Dank.